ersten Rednerin, der Frau Abgeordneten Eva Maria Holzleitner, das Wort. Danke. Von der SPÖ, Eva Maria Holzleitner. Werte Kolleginnen und Kollegen, wir kommen hier heute zu einer Sondersitzung zusammen, weil vollmundig vor Wochen angekündigt worden ist, seitens der Regierungsfraktionen, und der Bundeskanzler hat es selber hier auch verkündet, dass ein großes Paket gegen die Kinderarmut kommen wird. Und was ist hier in diesem Tagesordnungspunkt enthalten? Na, nicht einmal eine Schmalspurversion, wenn wir uns ehrlich sind. Und diese einberufene Sondersitzung von uns, vor Wochen wurde gerade deshalb abgetan, weil die Regierung ja ach so viel gegen die Teuerung und insbesondere die Kinderarmut vorhat und einen ganz großen Wurf plane. Aber dieser große Wurf ist wirklich absolut nicht zu finden in dem vorliegenden Gesetzesantrag. Versprochen wurden Zahlungen für Kinder aus Familien, die Mindestsicherung, Sozialhilfe beziehen, Arbeitslosengeld, Notstandshilfe oder für Alleinerzieherinnen, die weniger als 2.000 Euro brutto verdienen. Und von Beginn an war zum Beispiel unklar, was in die 2.000 Euro brutto auch tatsächlich mit einkalkuliert wird. Werden da andere Beihilfen mit einbezogen? Bezieht sich das rein auf das Gehalt? Alles unklar. Und heute wird ein Großteil dieser Zielgruppen weiterhin im Regen stehen gelassen, weil der vorliegende Antrag sich ausschließlich auf Bezieherinnen von Mindestsicherung und Sozialhilfe bezieht. Für alle anderen Zielgruppen wird mit dem heutigen Tag genau gar nichts beschlossen. Kein einziger Euro. Und außerdem parlamentarisch brauchen wir über diesen Murks gar nicht mehr weiter diskutieren, weil er kommt aus dem Wirtschaftsausschuss und nicht aus den zuständigen Ausschüssen hier im Parlament. Und es wäre höchst an der Zeit, dass die Regierungsfraktionen und die Regierung tatsächlich auch ins Arbeiten kommen würde. Halbierung der Armut stand im Regierungsprogramm. Ein Jahr haben Sie noch Zeit maximal. Und wo ist diese Halbierung der Armut? Wir sehen sie nicht. Die Zahlen geben sie nicht her. Die Armut steigt. Und salbungsvolle Worte füllen keine leeren Teller, werte Kolleginnen und Kollegen. Und wenn wir sehen, dass beinahe jedes vierte Kind in Österreich von Armut betroffen oder bedroht ist, so heißt das weniger Bildungschancen, weniger Teilhabe, weniger Freizeitmöglichkeiten, weniger Kreativchancen, nicht am Kindergeburtstag der Schulkolleginnen und Schulkollegen teilnehmen und vor allem auch kein gesundes oder warmes Essen regelmäßig. 17,5% der österreichischen Bevölkerung sind armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Das heißt, das Einkommen liegt unter der Armutsschwelle. Personen sind erheblich materiell depriviert oder leben in einem Haushalt mit geringer Erwerbsintensität. Und viele davon sind Frauen. Und wir müssen nach wie vor warten, dass sie 2 Euro am Tag Kindern zusprechen. Aus diesen Zielgruppen. Wir müssen noch immer warten. Es handelt sich um 2 Euro pro Tag, die diese Teuerung nicht abfedern werden, die Kinderarmut nicht abwenden werden. Und diese 2 Euro haben Sie nicht auf die Reihe bekommen seit Wochen. Nur vollmundige Ankündigungen. Notwendig wäre aber eine gute Absicherung. Keine Almosen, eine Unterhaltsgarantie, die auch tatsächlich Alleinerzieherinnen und ihre Kinder unterstützt, eine Kindergrundsicherung, keine Almosen, keine Einmalzahlungen, sondern tatsächlich ein armutsfestes Sozialnetz, Rechtsansprüche und kein Bittstellerinnentum, insbesondere weil man Angst hat vor den nächsten Wahlen und um die Gunst so mancher Wählerin oder so manchen Wähler buhlt. Sondern tatsächlich Selbstbestimmung für Kinder, für Alleinerzieherinnen, für Frauen, für die Menschen. Das Beste aus beiden Welten wurde angekündigt. Eine Versprechung. Wahrscheinlich schon eine Verheißung, würde ich fast meinen. Statt Halbierung der Armut wachsende Ungleichheit und noch immer keine wirkliche Beteiligung von Millionärinnen, Millionäre, Milliardäre, dass sie auch zur Kasse gebeten werden und ihren Beitrag leisten. Und ein kurzer Exkurs noch, weil ich bin mit wirklich viel Bauchweh zu dieser Sondersitzung gefahren. Gestern eine Veranstaltung in Linz, einige Kolleginnen und Kollegen waren auch dabei, Jugend im Dialog, wo mit jungen Menschen, die in Projekten für Arbeitssuchende dabei sind. Und diese jungen Menschen haben berichtet, sie haben kein Geld und wenn sie Hunger haben, essen sie den ganzen Tag nichts.
wenn Sie Einladungen zu Schnuppertagen in Betrieben haben und dieser Betrieb nicht fußläufig erreichbar ist, müssen Sie zu Hause bleiben, weil Sie sich das Busticket nicht leisten können. Diese jungen Menschen dürfen wir nicht im Stich lassen. Applaus